Grüße euch zum Montag, den 27. November 2017. Wir haben die 48. Kalenderwoche. Laut dem Mondkalender haben wir zunehmender Mond im Zeichen Fische, Element Wasser. Es ist ein Wassertag. Wir haben laut dem Mondkalender jetzt gar nichts Zwischenmenschliches, aber dafür informativ. Ist vielleicht auch sehr interessant. Die britische Astronomin Jocelyn Bell Brunel begann 1967 Daten für ihre Doktorarbeit zu sammeln. Sie rammte mehr als 10.000 Holzpfähle in den Boden, versah sie mit Antennen, verband diese durch mehr als 200 Kilometer Kabel miteinander. Eine Sensation zeichnete sich ab, als im August dieses Jahres exakt alle 1,3 Sekunden ein Radioimpuls von dieser Installation empfangen wurde. Nach den ersten Vermutungen, dass sich Außerirdische gemeldet haben könnten, wurde nach einiger Zeit klar, dass Jocelyn Bell Brunel die Pulsäre entdeckt hatte. Äußerst massereiche Sterne, die Radiosignale aussenden und sich sehr schnell drehen. Dafür gab es 1974 den Nobelpreis. Allerdings nicht für sie, sondern ihren Doktorvater. Manche halten dies für einen der großen Skandale in der Wissenschaftsgeschichte. Okay, also ich würde mich auch ärgern. So, meine Lieben, wenden wir uns den Karten zu für den heutigen Tag. Ich habe mich drei Karten gezogen aus den Krafttierkarten, die mir herausgefallen sind, und dachte, ja komm, hier der Kreuzschnabel, der passt ja auch noch dazu, der muss hier mit dabei sein. Deswegen wird es auch die Affirmation geben. Wir haben diesmal nur eine Liebeskarte aus dem Aleister Crowley Tarot, dafür aber drei berufliche. Also ganz unten haben wir die drei beruflichen Tendenzen und da dürft ihr euch eine aussuchen. Ich beginne mit den Affirmationen. Ich tue jetzt sofort, was zu erledigen ist, um mein Leben im Fluss zu halten. Ich erfahre Heilung und Schutz durch die Verbindung mit göttlicher Energie. Ich bejahe meine Lebensaufgabe. Ich bin nicht allein. Mir stehen irdische und geistige Helfer zur Seite. Ich lasse mein Eingebundensein in die großen Zusammenhänge in das eine zu und begrüße dieses Geschenk. Okay, wir beginnen mit der ersten beruflichen Tendenz und wir haben hier die sieben Kelche, die Verderbnis haben wir jetzt hier. Im beruflichen Umfeld führt uns diese sieben vor Augen, dass wir Luftschlösser bauen, Illusionen nachlaufen und in eine gefährliche Phase schwärmerischer Täuschung und unkritischer Verführbarkeit geraten, wenn wir nicht beginnen, die Dinge zu sehen, wie sie sind, unsere Erwartungen herabzuschrauben und uns auf das Machbare zu beschränken.
Die Karte ist Ausdruck von Scheingeschäften, trügerischen Zielen und in manchen Fällen eine Warnung vor unsauberen Machenschaften und unlauteren Verhalten. Nehmen wir mal diese Karte. Und wir haben hier 8 Kelche, die Trägheit. Auf der beruflichen Ebene zeigt die 8, dass wir uns in einem Sumpf befinden, der im Inneren wie im Äußeren liegen kann. Entweder arbeiten wir am bereits Verdorbenen oder aber unsere innere Einstellung zu unserem Tun ist verdorben. Insofern ist die Karte häufig Vorbote einer notwendigen beruflichen Veränderung und beschreibt den Abschied vom Arbeitsplatz. Zwar kann sie auch für weniger weitreichende Veränderungen stehen, bedeutend aber in jedem Fall, dass es dringend eines frischen Windes bedarf, der die verpestete Luft vertreibt. Vielleicht auch mal richtig gut durchlüften, dass man hier auch wieder tief durchatmen kann und einen klaren Gedanken fassen kann. Also ich merke auch immer wieder, wenn ich dann zeitlang das Fenster aufstehen habe und frische Luft bekomme, dass ich ja, dass meine Gedanken klarer werden. Ne? In so einem Hochhaus kommt die ganze stickige Luft von unten nach oben. Ja, jeder gibt so seine Gase ab und durch die Lüftung kommen sie dann von unten nach oben anscheinend. Ja, normalerweise müsste es Gas leichter wie Luft, oder? Nee, Quatsch. Luftballon steigt ja auch nach oben. Ja, auf jeden Fall. Fenster auf, mal durchlüften. Und wenn es alle 2 Stunden, 5, 10 Minuten ist, ja, dass man hier nicht durchgefroren ist, Hauptsache, boah, ein bisschen frische Luft. Ne? Und hier haben wir den Erfolg, die 6 Scheiben. In beruflicher Hinsicht ist in Zeiten, die von dieser Karte gekennzeichnet sind, mit Fehlschlägen zu rechnen. Insofern kann sie in manchen Fällen noch eine rechtzeitige Warnung sein und von geplanten Vorhaben abraten. Dort aber, wo eine gegenwärtige Situation von der Scheiben 7 dargestellt wird, ist optimistisches Hoffen fehl am Platz und nüchternes, wirklichkeitsnahe Reagieren verbunden mit einer Bereitschaft, auch schmerzhafte Konsequenzen zu ziehen, die angemessenste Haltung. Okay, fällt uns der Start in die Woche ein bisschen schwieriger wie sonst. Wir haben hier die Prinzessin der Kelche für das Thema Liebe. In unseren partnerschaftlichen Verbindungen ist diese Prinzessin ein Hinweis, dass auf der Gefühlsebene bald etwas Neues entstehen wird. Sie kann die erste warme Brise nach einer Zeit von Streit und Kälte sein oder ein Impuls, der unser Herz wissen lässt, dass es wieder an der Zeit ist, die Liebe neu zu entdecken. Da wirkt vielleicht auch noch so ein bisschen der Totensonntag hier noch mit uns mit. Ne? So Kraftsteine haben wir mitunter. Aquamarin. Und die Ivoi-Energie für die Liebe
Nostalgie. Die Vergangenheit, auch wenn sie schön war, hält dich von den Wundern des Jetzt fern, öffnet dich immer wieder von Neuem für den Augenblick. Und Engel, wir haben hier das Durchhaltevermögen. Gehe beharrlich deinen Weg. Und Liebe begleitet mich auf allen Wegen. Ich bin liebevoll und liebenswert. Ich bin von liebevollen Menschen umgeben und es fällt mir leicht, anderen meine Liebe zu zeigen. Und von der Nase, ne? Zauberhaften Devas, Brennnessel, Kümmernisse fliegen davon. Das reinigende Feuer der Brennnessel befreit von Belastendem den Körper und die Gedanken. Die Energie kann wieder frei fließen und Neues wachsen lassen. Botschaft. Habe keine Berührungsangst vor mir. Ich brenne zwar, aber ich heile. Bringe mir deine Sorgen, erzähle sie mir. Ich verbrenne all das, was du nicht mehr brauchst und was dir nicht mehr dienlich ist. Du darfst mich essen, trinken, sanft streicheln, von unten nach oben oder fest anfassen. Dann tut es nicht weh. Räuchern über dein Bett oder in den Hauseingang hängen, je nach Bedarf und Stimmung. Ich reinige und schütze dich und dein Umfeld und wandle negative Strahlung um in positive Energie. Die Brennnessel. Bei den Kelten. Die Brennnessel war eine sehr vielseitige Heilpflanze der Kelten. Die Blätter wurden gegessen oder als Tee getrunken. Nesselkleidung wurde als magischer Schutz getragen und die Samen der Pflanze als Stärkungsmittel verzehrt oder als Sexualtonikum dem Bier beigemischt. Da die Brennnessel bevorzugt an Strahlungsplätzen wächst, an denen sich andersweltliche aufhalten, war sie auch Beschützerin der Häuser. Tipp, halte ein Blatt von mir, nicht abreißen, zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand, so kannst du den Energiefluss spüren, dich anschließen und verbinden. Ja, also ich bin begeistert von der Brennnessel, vor allen Dingen als Tee. Und selbst wenn ich gegen mein Rheuma so viel Schmerzmittel schon genommen hatte oder ja, ich habe mich auch aus Versehen mal zufällig gebrennnesselt und habe gemerkt, dass es mir einfach geholfen hat. Klar brennt's dort, wo man sich verbrennnesselt, aber irgendwie strahlt dann diese das zumindest bei mir in den Körper aus und hilft mir. Also ich benutze es halt für diese Rheuma und Arthrose. Es gehört einfach zu meinem Leben. Jetzt muss ich allerdings feststellen, dass ich hier auch schon ausgegangen ist und unterstütze halt die Niere mitunter, um die ganzen Stoffe, die wir tagtäglich auch über die Luft zu uns nehmen, ja, aus meinem Körper zu schwemmen. Vielleicht ein guter Tag, mal wieder mit einer dieser Therapien zu beginnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Wenn euch hier diese Trägheit oder ja Verderbnis irgendwie überkommt, ja, weil er keine Lust hat, so richtig hier Papiere zu machen, haben wir hier ja die positiven Affirmationen, die dich dazu bewegen, hier auch mit mehr Energie, mit mehr Kraft an die Tat zu gehen. Ja. Brennnesselthemen, Schuss Zitronensaft, ein bisschen Vitamin C gegen die Erkältung. Ja, ihr könnt ja auch eine Kanne machen und zwei einen Teebeutel mit Brennnessel und mit Vanille. Gibt's ja schon günstig. Ich glaube, Lidl, Netto und Aldi. Ich wollte jetzt eigentlich keine Schleichwerbung machen, aber. Und dann Spritzer Zitronensaft. Ist doch lecker. Bisschen Kandiszucker. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Tschüss.